Am 13. Spieltag wartete ein ganz besonderes Duell im Putz. Der MSV Duisburg, Tabellenschlusslicht der dritten Liga, empfing Rot-Weiß Essen. Emotionen garantiert. Knapp 26.000 Zuschauer und Boris Schommers mit dem MSV gehörig unter Druck. Unter seiner Führung der MSV ja noch torlos und auch ohne Erfolgserlebnis. RWE dagegen mit 2 Siegen in Folge, die gut 20 Kilometer angereist nach 3 Minuten mit der fetten Chance zum 1:0, aber Young ließ sie liegen, er scheiterte an Müller. Duisburgs Nummer 1 mit fantastischer Rettungstat. Schapina mit perfektem Timing beim Abspiel auf Young. Und der hatte einfach zu viel Zeit. Hätte auch noch querlegen können auf Harenbrock. Tat er nicht. So blieb's beim 0:0. Trotzdem die Mannschaft von Christoph Dabrowski mit gutem Beginn und spielerisch die bessere Mannschaft. Der MSV tat sich wie so oft in den letzten Wochen offensiv verdammt schwer. Wenn's gefährlich wurde, dann vor der Kiste von Müller-Wufak mit dem nächsten Abschluss. Nach vorn ging nichts bei Duisburg. Und insgesamt musste ein bisschen mehr Derby-Engagement her. Essen hatte das Geschehen im Griff, machte immer wieder Alarm über die Flügel. Da war der MSV mitunter zu passiv und dann war Brumme plötzlich frei vor Müller. Nur auf einen war Verlass und das war der Schlussmann der Zebras. Auch gegen Brumme behielt Müller nach 35 Minuten die Nerven. Keine Tore nach den ersten 45 Minuten und trotz keinem guten Offensivspiel vor allem noch reichlich Zuversicht bei den MSV-Fans. Und in der Halbzeitpause gab es ein reinigendes Gewitter, denn Duisburg kam furios aus der Kabine. Rios Alonso prüfte den eigenen Keeper. Golz musste zum ersten Mal nach 47 Minuten richtig eingreifen. Starke Phase der Zebras. Plötzlich zeigten sie ein Derby-Gesicht. Waren mutig, waren zielstrebig. Ekene geblockt, blieb aber dran. Golz wieder zur Stelle. Und dann Plädel, sensationell. Aber das Tore schießen soll im Moment für den MSV nicht sein. Plädel, der kehrte nach Schulterverletzung ins Spiel und ins Team zurück. Das spürte man schon, er brachte Schwung und hätte für diese akrobatische Einlage absolut ein Tor verdient gehabt. Aber Golz, Essensschlussmann, ist halt auch ein guter. Top-Anfangsphase des MSV im Durchgang 2, damit kam Essen erstmal gar nicht zurecht. Dann eine gute Stunde rum. Wiegel eingewechselt, fühlte sich irgendwie durch, blieb am Ball. Schapina auf Obus. Der war gar nicht wirklich drin im Spiel. Aber dann hatte er diesen Plan. Und der wurde so umgesetzt. 1:0 Essen, 63. Spielminute. Durch ein absolutes Traumtor von Marvin Obus. Allein gegen alle. Und dann der perfekte Abschluss mitten ins Zebraherz. Und der MSV wieder mal in Rückstand. Aber sie bewiesen Moral, sie versuchten es, auch wenn sie sich spielerisch weiterhin verdammt schwer taten. Aber Spielglück gibt's nach wie vor nicht. Hier hätte man vielleicht auch auf Elfmeter entscheiden können, aber es soll aktuell einfach nicht sein. Auch nicht unser Boris Schommers. Aber mit der zweiten Halbzeit konnte der Coach schon eher zufrieden sein. Aber die Zeit, sie rannte davon. 90. Minute schon. Nochmal der MSV, der eingewechselte Müller im 1 gegen 1. Und dann tatsächlich der Ball im Tor. Aber passend ins Duisburger Bild war es kein Zebra. Es war Schapina, der Müllers Hereingabe maximal unglücklich aus Essener Sicht abfälschte. Die späte Erlösung für den MSV. Aber alles andere als unverdient. Sie probierten es auf Teufel komm raus. Und in einer wilden Schlussphase ging jetzt nochmal richtig die Post ab. 6 Minuten Nachspielzeit, die erste davon Duisburg. Kam nochmal, Michelbrink geblockt, aber dann die eingewechselte Giertz und Golz mit einer absoluten Monsterparade. Reflexartig ging der Arm nach oben, nicht das 2:1. Und quasi im Gegenzug nochmal Eckball Essen. Beide hatten das Visier offen. Keiner bei Götze. Und er hatte so viel Zeit und die Flanke war perfekt für Koruma. Der absolute Irrsinn. Essen vor den 5.000 mitgereisten Fans mit dem ganz späten Siegtreffer. Drittliga-Fußball in seiner brutalsten Schönheit. Bei RWE klappt's aktuell
und bei Duisburg geht weiter alles schief. Zum ersten Mal seit 40 Jahren gewinnt Essen in Duisburg. Kann man das eigentlich noch erklären oder ist das einfach Fußball? Nein, das ist Fußball. Die Duisburger verstehen die Welt nicht mehr. Ja, hätten sich mit Sicherheit was Zählbares verdient aufgrund der zweiten Halbzeit, wo sie versucht haben, alles zu investieren. Aber wenn man die Scheiße am Hacken hat, hat man die Scheiße am Hacken. Und bei uns ist es, das hat das heutige Spiel gezeigt, gerade umgekehrt. Ja, aktuell ist brutal hart, dass wir das Spiel heute verlieren. Das tut richtig weh. Nicht nur, weil es ein Derby ist, sondern auch die Art und Weise. Die Wochen der Schmerzen reißen nicht ab beim MSV Duisburg. Und so schnell wird aus Euphorie plötzlich wieder Wut. Und bei Essen, da läuft's wie geschmiert. Der RWE-Zug hat aktuell alles, nur keine Bremse. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.